In Bergkirchen braucht ein feudales Hotelrestaurant dringend die Hilfe des Sternekochs. 4-Sterne-Hotel. First Class. Warum bin ich denn hier? Die Wirte der Wittekindsquelle stehen kurz vor dem Bankrott. Sie haben keine Reserven mehr. Aber man macht sich ja in dem Alter doch seine Gedanken. Wie geht's weiter? Ein Sternehotel ohne Sterneküche. Schmodder ist das. Aber kein Essen. Das ist der letzte Scheiß. Unglückliche Testesser. Ich find's ein bisschen mächtig mit der Soße. Ihr habt ein ganz, ganz großes Problem. Ich würde alles mit ihm durchmachen. Ist der Wittekindsquelle überhaupt noch zu helfen? Rauchst du? Ja. Dann geht er mal lieber eine rauchen jetzt. Frank Rosins neue Rettungsmission führt ihn nach Nordrhein-Westfalen. In die Nähe des beschaulichen Kurorts Bad Oeynhausen. Ich bin heute in Bad Oeynhausen. Also ehrlich gesagt, Bergkirchen heißt der Ort. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich bin gerufen worden von einem Jörg. Und die haben große Probleme. Ich guck mal, wie ich helfen kann. Noch ahnen die Besitzer der Wittekindsquelle nichts von dem Besuch des Sternekochs. Eine wirklich schöne Gegend. Da ist es, glaube ich. Ein schönes, altes, herrschaftliches Gebäude. Rotbarsch, Wels, Lachs, Zander, Thunfisch, Seehecht. Kann man hier angeln oder was? Ich weiß auch nicht. Kein Preis, keine Beilagen. Vier-Sterne-Hotel. Hier. First Class. Warum bin ich denn hier? Ach ja, aber irgendwie schick. So, jetzt ist der Laden nicht auf, ich komme nicht rein. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag und das am freien Tag. Ja, herzlich willkommen in der Wittekindsquelle. Ja, ich bin der Frank. Ja, ich bin der Jörg. Hallo Jörg. Hallo hier. Ah, schön. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Einfach mal reinspazieren. Der Jörg ist da. Mensch. Man denkt sich so viel aus, was könnte man machen, wenn der kommt und so weiter. Und dann ist er plötzlich da, wo man gar nicht damit rechnet. Oh, habt ihr gerade gefrühstückt? Ja. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin der Frank. Schäfer. Hallo. Bärbel. Hallo, Bärbel. Hallo, Kimi. Hallo, Kimi. Hallo, Melanie. Hallo, Melanie. Ihr seid hier Freunde. Schön. Ich habe mich gefreut, weil bei uns ja was passieren soll. Und ich hoffe, das passiert jetzt auch. Du hast mich gerufen. Ja. Was ist los? Wir brauchen Hilfe. Wir geben uns alle Mühe. Wir haben eine tolle Speisekarte. Aber eben sehr, sehr hohe Kosten. Sehr viele Energiekosten und sehr viele Personalkosten, weil es eben so ein großer Laden ist. Das feudale Vier-Sterne-Hotel ist in die Jahre gekommen und hat mit seiner bewegten Vergangenheit schwer zu kämpfen. Viele Leute meinen immer noch, wir wären so ein teures Objekt, wie es vor 10, 12, 15 Jahren war. Und dann war es über ein Jahr zu und davor sehr, sehr schlecht. Und viele Leute kommen immer noch rein, ach, wir wussten gar nicht, dass auf ist. Die vielen Pächterwechsel hier vorher und dass es vor uns ein Jahr zu war, die haben uns und dem Haus nicht gut getan. Schulden? Nein. Wir haben ein bisschen Außenstände beim Besitzer und ja. Ich habe nur einen kleinen Kredit am Laufen, aber sonst sehen wir zu, Personal ist immer bezahlt worden. Und wie viel ist das? Knapp 15.000. 15.000. Und mit allem drum und dran so 24.000, 25.000, die wir im Monat haben. Das sind einfach die Nebenkosten, die diesen Betrieb so wahnsinnig teuer machen. Und dafür muss einfach mehr los sein und zufriedene Gäste, die wieder Gäste mitbringen. Wie lange könnt ihr noch in diesem Zustand finanziell hier überleben? Wir haben keine Reserven mehr und wir leben von jetzt auf gleich. Es kann ein halbes Jahr gehen, es kann ein Jahr gehen, es kann nächsten Monat vorbei sein. Wir fahren eben auf dem untersten Limit. Und was nehmt ihr euch dann raus? Gar nichts zurzeit.
Vor allem Wirtin Bärbel ist verzweifelt und kraftlos. Ich bin eigentlich immer die Lustige hier, die man oben auch auf Etage hört, lachen und. Aber man macht sich ja in dem Alter so doch so seine Gedanken, wie geht's weiter? Habt ihr den Beruf gelernt? Ich bin Koch und Buchhalter. Mhm. Koch und Buchhalter? Koch und Buchhalter. Ja, also besser geht's ja gar nicht. Und Konditor, auch das noch. Und ich Floristin, ja. Und du Floristin. Ja, normalerweise ist doch alles da. Das Wirtschaftliche müsste normalerweise stimmen, Kochen müsste stimmen, Deko müsste stimmen, schönes Gebäude. Kommen keine Gäste? Kommen zu wenig Gäste. Wie sind die Zahlen? Nee, wir müssten 800 bis 1000 Euro Umsatz machen am Tag. Mhm. In diesem Monat haben wir die 1000 noch nicht einmal erreicht. Hotel ist dabei, wie viele Zimmer? 23 Zimmer. 23 Zimmer? Das Hotel ist also erst ein knappes Jahr auf. Ist das die Küche hier? Reinspaziert. Die 70 Quadratmeter große Küche hat einiges zu bieten. Boah, das ist aber eine starke Küche hier. Mir macht Spaß. Hast du das gekauft hier? Oder? Nein, es ist gepachtet. Was zahlst du an Pacht? Zurzeit 2000 Euro. 2000 Euro? Für den ganzen Laden? Mit 23 Zimmern? Und es reicht nicht. Und es reicht nicht. Darf ich mich mal ein bisschen umgucken? Bitte schön. Ja? Ich bin gleich wieder bei dir. Ich guck mal ein bisschen, ja? Der Sternekoch muss herausfinden, warum das Hotelrestaurant keine schwarzen Zahlen schreibt. Schnell entdeckt er die ersten Hinweise. Allein diese alten Verdampfer, die verbrauchen so viel Strom. Davon kannst du allein schon heute eine Küche bewirtschaften. Wird auch in der Kühlkammer das Geld zum Fenster rausgeblasen? Frisch vakuumiert. Hier passt alles. Und auch in der Küche kann Frank Rosin nichts Auffälliges entdecken. Arbeiten kann man hier. Ja, du hast ja noch Hotelzimmer, ne? Jawohl. Wo sind die? Einmal mit. Liegt es vielleicht an den Hotelzimmern, dass die Wittekinds Quelle keinen Umsatz macht? Der Sternekoch verschafft sich auch hier einen Überblick. Ja, jetzt müssen wir noch mal weiter. Werden deine Mitarbeiter nach Arbeitstagen oder nach Kilometer? Ja. Das Hotel hat insgesamt 23 Zimmer. Doppelbetten, große Flatscreens und helle Bäder. Auch hier gibt es nichts zu meckern. Top. Hotel ist schön. Das weiß man. Wirklich. Und es macht Spaß. Ja. Weil du damit Geld verdienst. Leider noch nicht. Dadurch, dass es so lange zu war, ja, und unser Vorgänger einige Firmen sehr vergrault hat. Ja. Ich habe also einen großen Küchenhersteller, der gesagt hat, in dieses Haus kommt kein Gast mehr von uns. Und die haben früher die Pacht bezahlt hier. Mhm. Und das können wir jetzt nur mit der Liebenswürdigkeit des Ruhrgebiets meiner Frau, also mit meiner Frau, dass die Rezeption macht und mit ihrer Herzlichkeit die Gäste wirklich hier hält. Sie ist eine tolle Frau, sie unterstützt mich, sie liebt mich abgöttisch und ja, was will man mehr? Was braucht man mehr? Jörg und ich, wir sind immer schon eine Einheit gewesen. Und ich weiß, das wusste ich schon, als wir uns kennenlernten, das wird halten, bis einer von uns geht. Hallo. Hallo. Ich bin der Frank. Bobo. Bobo? Genau. Eigentlich Bojana, aber alle sagen Bobo. Aha. Was machst du hier? Ich bin die Hausdame hier im Haus. Du bist die Hausdame hier im Haus? Guckst, dass alles klar Schiff ist? Ja. Bist du jetzt nur hier tätig oder machst du auch noch andere Sachen? Ich bin gelernte Hotelverfrau und Betriebswirtin. Hier im Haus bin ich Hausdame und ab und zu im Service, wobei jetzt schon längere Zeit nicht mehr. Es gibt keine Pläne, wo neue Mitarbeiter direkt wissen, welche Aufgaben habe ich in welcher Schicht. Die werden immer nur von rechts nach links geschickt und so entwickeln sie sich auch nicht.
noch besser in die Arbeit hier allgemein integriert werden? Wäre das was für dich? Ich bin alleinerziehende Mama. Mhm. Sonst würde ich wieder in die Hotelleitung gehen. Mhm. Kann das aber nicht halten und keinen Arbeitgeber antun, da meine Tochter jetzt in die 6. Klasse kommt. Mhm. Ich hier keine Familie habe, muss ich natürlich sichern, dass ich sie selbst abholen kann, hinbringen kann. Das heißt, es ist für deine persönliche Infrastruktur genau das Richtige? Ja. Wenn ich noch mal was habe, darf ich mit dir noch mal sprechen? Gerne. Weil ich glaube, dass du wichtiger für den Laden bist, als manche vielleicht glauben. Das habe ich schon sofort erkannt. Die Hausdame. Super. Wenn man die hier richtig installieren würde. Hm? Hausdame. Mega. Überqualifiziert. So, Jörg. Was haben wir noch? Scheune. Scheune und Biergarten. Scheune und Biergarten. Oh. Das Hotelgelände erstreckt sich über knapp 5000 Quadratmeter und verfügt neben einer großzügigen Außenterrasse auch über eine eigene Eventscheune. Oh. Oh, ist das schön. Ja. Bis zu 70 Gäste haben im rustikal eingerichteten Nebenhaus Platz. Ein Kamin und viel Holz verströmen Gemütlichkeit. Wow. Und da hinten? Die angeschlossene Bauernstube verfügt zusätzlich über 30 Plätze. Dahinter versteckt sich eine weitere, voll funktionsfähige Küche. Eigentlich ist die Wittekinsquelle eine Goldgrube. Das ist ja ein Betrieb, wo man Millionen machen kann. Wo sind die? Ja, die sind 2004. Seit 2004 sind die stetig bergab gegangen. Habt ihr denn so jetzt noch auch Kontakt zu großen Firmen? Ich bin also mindestens einmal im Monat für 2 Tage weg, suche mir ein Industriegebiet aus, fahre da zu den Entscheidern hin oder versuche, die Entscheider zu sprechen und versuche, sie dann hier hinzuholen, um dann mit dem Charme meiner Frau das Ganze ein bisschen lockerer zu machen, um die dann auch hier hinzuholen. Das hat bei einigen sehr, sehr gut geklappt, aber eben einige haben dann auch gesagt, Mensch, hier sieht es ja noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Ja, für uns ist es einmal wichtig, dass er uns vielleicht die Betriebsblindheit, die wir auf der Speisekarte oder auf der Getränkekarte haben, dass er uns da mal einmal in den Hintern tritt und vielleicht neue Wege aufzeigt und vielleicht mir einen Marketing-Tipp geben kann, dass die Leute keine Angst mehr haben, hier ins Restaurant zu kommen. Ein neuer Betreiber seit 1,5 Jahren mit großer Hoffnung. Lieb, nett, kompetent, sicherlich. Aber reicht das? Okay. Bei Regen sind alle Katzen grau, aber grundsätzlich ist das hier wirklich sehr, sehr schön. Nur es ist nicht gepflegt. Terrasse sieht auch aus wie ein tibetanisches Affenscheißhaus. Das ist auch so hier gewollt und nicht gekonnt, so eine Baumarktwanne reinzukloppen. Das sieht aus, als wenn das meine Kinder im Kindergarten so in der Freizeit gezimmert hätten. Da muss man aufpassen, dass der Hotspot nicht zum Hotspot wird.